Unfassbar großer Medienskandal in der ARD. Sie sind jetzt mit Die 100, die Shitshow des Jahrtausends, ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Diese Propagandasendung, diese Wochenshow, diese Volkserziehung, die Sie da am Montagabend praktiziert haben, fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Es fällt Ihnen auf die Füße und die öffentlich-rechtlichen Medien haben ihren eigenen Rundfunkstaatsvertrag damit gebrochen und jetzt wird es hageln und zwar, ihr kennt es schon, klatschen und zwar für alle Beteiligten. Damit aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Völliger Wahnsinn, Leute, völlige Katastrophe. Die 100 im ersten deutschen Fernsehen, es war am Montagabend, es war eine Sendung, die sich mit dem Thema befasst hat, worum es bei der AfD ja eigentlich geht, beziehungsweise was so gefährlich an der AfD ist. Und mit Ingo Zamperoni selbstverständlich moderiert, wurde der Eindruck erweckt, zufällig ausgewählte Bürger bekommen hier irgendwelche politischen Aussagen präsentiert. Mit Menschen reden, statt nur über sie zu reden, das war Ziel dieser Sendung. Doch es bleibt eine Frage am Ende, das hat selbst die Süddeutsche Zeitung inzwischen offenbart. Wieso war ein Komparse dabei, ein Schauspieler? Und ich habe die ganze Liste heute für euch dabei. Nee, nicht nur ein Schauspieler, Leute. Das ist ein bisschen größer, dieser Skandal. Und die ARD, sie weisen schon alle Behauptungen von sich, wo ich nur sagen muss, es ist so offensichtlich, es ist einfach so offensichtlich. Wir fangen einfach mal an. Die Nummer 7 von diesen 100, Arne Arnemann, SPD-Mitglied, hui. Nummer 8, Bärbel Beuermann, Die Linke, wer hätte es gedacht. Ich kann euch vor allem mal ein Gruppenfoto zeigen. Es waren alle 100. Wisst ihr, was ihr seid, liebe ARD? Ihr seid Rassisten, ja? Wo sind denn muslimische Menschen bei dieser Veranstaltung? Wo sind denn Menschen mit Migrationsgeschichte? Wo sind denn auch Deutsche mit schwarzer Hautfarbe? Keine in der ARD. Genau, eure linksgrüne woke Blase, die am Ende auch nur aus weißen Menschen besteht. Ihr seid kein Deut besser als die anderen, auf die ihr mit dem Finger zeigen wollt. Nummer 17, Christian Stadler, unser Schauspieler. Ja. Schauspieler, die schon beim Tatort aufgetreten sind. Die Nummer 20, Christina Maria von Kusinski. Oh, auch eine Schauspielerin. Oh, ist aber ein blöder Zufall. Man wollte sich am Anfang von der ARD herausreden, bis jetzt am Ende herauskam, es gibt hier mehrere Schauspieler von der gleichen Vermittlungsagentur. Natürlich, reiner Zufall, natürlich. Nummer 23, Dennis Korn, Knorren, SPD-Mitglied. Nummer 28, Doris Roge, Taugerbeck, Ehemann ist SPD-Mitglied. Nummer 31, Dustin Mischak, ebenfalls Schauspieler. Die Nummer 34, Brigitte Krohm von Die Linke. Die Nummer 42, Harry Leutfried Thomberg, oh, auch Schauspieler, hoppla. Nummer 70, Martin Hobmeier, SPD. Nummer 72, Kevin Hönige, SPD. Die Nummer 73, Michael Schleiermacher, oh, schon wieder ein Schauspieler. Und die Nummer 83, Claudia Meicher, Grüne. Und auch noch ohne bekannte Nummer aktuell, Kofi Bernd Räder von Die Partei. Und das verkaufen sie uns als unabhängigen Journalismus, als Qualitätssendung montagsabends im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und da gibt es nur eins zu sagen, die ARD kann sich nicht heraussuchen, theoretisch zumindest, was ihr Programm ist. Und zwar für 18,36 Euro im Monat müssen sie sich hier an den Medienstaatsvertrag halten, beziehungsweise an den Rundfunkstaatsvertrag. Selbstverständlich hat NIOS angefragt bei der AfD, warum denn Schauspieler eingesetzt wurden, die authentische Bürger nur gespielt haben, die sich von der AfD abwenden. Der Norddeutsche Rundfunk, unter dessen Verantwortung hier produziert worden ist, übrigens mit der ehemaligen Produktionsfirma von Herrn Plasberg, die Ende des Jahres das Produzieren einstellen möchte, Gott sei Dank kann man da nur sagen,
Der NDR sagt hier, der Norddeutsche Rundfunk weist die erhobenen Vorwürfe zur Produktion Die 100 als falsch zurück. Es werden keine Darstellerinnen oder Darsteller eingesetzt. Kurz darauf ist dann aber das Internet, sprich X, ihr also die ganze Followergemeinde, über die Sendung hergefallen und haben hier Schauspieler enttarnt, und zwar nicht einen und nicht zwei und nicht drei, nein, eine ganze Reihe mehr. Wir sind hier also bei der Manipulation durch die ersten Medien, durch den staatlichen Staatsfunk. Falschinformationen. Ja, wo ist denn da das Gütesiegel? Habt ihr auch 5 Minuten gewartet, bevor ihr eure Sendung gepostet habt? Wie der Bürgerrat fordert. Suggestion, Täuschung und natürlich aus dem Kontext gerissene Zitate. Jetzt gibt es den Medienstaatsvertrag, der schreibt etwas ganz Spezielles vor. Und zwar den Auftrag, den sie haben. Und der ist klar formuliert. Die Sendung dürfen nicht einseitig einer Partei, einem Bekenntnis, einer Weltanschauung oder einer sonstigen Gruppe dienen. Das heißt, es ist also eindeutig, dass die Medien, vor allem die ersten deutschen Fernsehprogramme, hier zu Objektivität und unparteiischer Berichterstattung vertragsgemäß verpflichtet sind. Es interessiert sie selbstverständlich nicht und sie wenden hier Techniken an, wo selbst Adolf Hitler und Herr Goebbels im Dritten Reich sich die Finger danach geleckt hätten, wenn sie so manipulativ wie die ARD über die Bevölkerung hergefallen wären. Da gab es keine Schauspieler in der tönernden Wochenschau, die irgendeinen Schwachsinn über konkurrierende Parteien erzählt haben. Nein, ja, da gab es andere Dinge in der Wochenschau. Ja. Aber diese Manipulation, um uns dann immer noch vor Augen zu führen, wir sollen uns erinnern an die schlimme, dunkle deutsche Zeit. Und ich glaube, gerade diejenigen bei der ARD haben vergessen, was es bedeutet, wenn man faschistisch ist, wenn man faschistisch andere Meinungen ausgrenzt, ein ganzes Produktionsteam darauf ansetzt, gegen eine Partei hier Stimmung zu machen, nur weil einem die Inhalte nicht gefallen. Nochmal, Karlsruhe kann diese Partei verbieten und sonst niemand in diesem Land. Sie können alle angeekelt sein von dieser Partei, aber sie haben nicht darüber zu lügen, zu täuschen, zu manipulieren und schon gar nicht haben sie die ihnen anvertrauten Mittel von öffentlichen Geldern, die wir uns alle hier, die uns abgezockt werden, dann so einzusetzen und dann hier quasi Laienschauspielern in den Hals zu schieben, damit sie sich öffentlich von der AfD abwenden. Das ist widerlich, liebe ARD. Das ist nicht nur qualitativ unterirdisch, das seid ihr schon lange. Ihr macht euch gemein mit einer Idee, die am Ende auch eines macht, und zwar Menschen ausgrenzt. Die ARD möchte Menschen ausgrenzen, die nicht der Auffassung sind, dass man hier immer positiv über Zuwanderung berichten muss. Nein, es gibt Leute, die haben einfach die Schnauze voll, die haben keinen Bock. Die sind lieber die Allmans zu Hause und sagen, Ausländer bitte nicht. Und wenn, dann bitte nur die, die arbeiten und dann schon mal gar nicht mit so viel Familiennachzug, selbst wenn der arbeitet. Ja, und darüber darf man auch diskutieren und darüber gehört sich vor allem keine so unanständige Sendung gemacht. Und ich bin gespannt, was für Konsequenzen das noch haben wird, spätestens mit den Einschaltquoten, die wieder zurückgehen. Ist, Leute, das ist völliger Wahnsinn. Und ich gebe euch mal einen Tipp. Hört mal auf mit eurem Tatort sonntagsabend, sondern macht mal 90 Minuten die Messerkriminalität der Woche. Was meint ihr, wie die Leute auf einmal wieder euch schauen würden? Aber am besten ist es, wir schließen das öffentlich-rechtliche Fernsehen ab und werfen es auf den Scheiterhaufen der Geschichte als Steigbügelhalter der linksversifften, rot-grün ideologisierten Mischpoke, hier vor allem in Berlin und in unserem Land. Ich kenne Reporter von euch, die sagen selbst, ihr seid der größte Schwachmatenladen in diesem Land. Ich kenne Reporter, sei es der Bayerische Rundfunk, sei es der Hessische Rundfunk, sei es der SWR, die alle sagen, ja, sie haben ja recht, aber würden wir so berichten, würde ich meinen Job verlieren und ich bin wirtschaftlich abhängig. Ja, selbst die eigenen Mitarbeiter wissen, dass auf Qualität inzwischen geschissen wird. Wirklich geschissen wird. Der Bundesgerichtshof verhandelt da eine GEZ-Klage, wo es um die Qualität der Inhalte bei ARD geht. Ich bitte, nehmt die Sendung Die 100 und lasst sie damit endlich mal vor die Wand fahren. Sie haben es nicht mehr wie verdient.
Und dann können Sie alle mal Bürgergeld beantragen gehen. Müsst euch mal überlegen, Kameramann beim ersten deutschen Fernsehen verdient 10.000 Euro im Monat vor der Rente. Ihr seid völlig wahnsinnige Leute. Ihr schmeißt das Geld noch mehr zum Fenster raus wie unsere Regierung. Aber ihr habt ja gelernt bei den Besten. Alle mit Parteibuch, die Parteisoldaten. Ich mache jetzt Schluss, sonst heißt es wieder, ich habe mich so aufgeregt, aber das ist es diesmal wert gewesen. Blutdruck ist noch ziemlich niedrig. Ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee zu Ende. Bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal. Schau dir die 100 besser nicht an. Sie ist noch auf der Mediathek von ARD. Mal sehen, wie lange. Herr Vosgerau, Herr Steinhöfel rufen alle dazu auf, die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender jetzt bitte zu vernichten. Ja, dieser Wortgebrauch wird benutzt. Ich bin gespannt, was jetzt alles noch so passiert. Damit ciao, bis bald.